Welchen waren wir denn? 1, 2, 3, 1, 2 oder 3? Wie gibt's denn? Nicht dein Ernst. Ich glaube, im dritten waren wir jetzt eben gerade. Lil! Hier waren wir auf jeden Fall schon. Hier waren wir noch nicht. Oh, da liegt was. Was ist das? Ein Report über Pokémon. Vier Pokémon entwickeln sich nur beim Tausch über Linkkabel weiter. Ja, welche denn? Freundchen. Ah, fuck. Nee, ich wäre da trotzdem nicht angekommen. Okay. Zolle Team Rocket gefälligst etwas mehr Respekt. Team Rocket... ja. Hypno. Welches Pokémon hat denn einen Löffel in der Hand? War das die... War das Kadabra? Das war dann irgendwie an den... Oh Gott, wie heißt der Typ? Uli? Heißt der Uli? Uli... Irgend so ein komischer Heini, der im Zaubern tut. Uli... Ich glaube irgendwie was mit Uli. War dann irgendwie an den angelehnt oder so. Hat er, glaube ich, sogar Klage... War das... Hat er Klage eingereicht? Ich weiß es nicht. Uli... Ich habe irgendwie Uli Gäbel im Kopf, aber ich kenne auch nicht mehr irgendeinen Uli Gäbel. Und heißt irgendwie anders. Uli... Ist, glaube ich... Ist der ein Deutscher? Oder ist der ein Niederländer? Ich weiß es gar nicht. Uli... Mein Gehirn ist so kacke, Alter. Ja, wie oft habe ich das jetzt schon in dieser Aufnahme gesagt? Innerhalb von einer Stunde und 20 Minuten. Ist bestimmt jetzt schon 4, 5 Mal mein Gehirn abgekackt. Nicht so geil. Giftwolke. Am Rumpupen, der Hypno. Ach. Oh, Kralex. Nix Giftwolke. Mann-Attacke. Shen kann gegen den bestimmt nichts machen. Also mit Konfusion. Hust, hust. Dilli, dilli. Ah, da liegt noch was. Da liegt noch was. Und da ist ein Item. Wer bist du? Ein Artikel über Pokémon. Porygon. Pokémon Labor zeugt virtuelles Pokémon. Lag das eben auch schon da, das eine? Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 160 Pokémon-Kampftechniken. Ja. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Wer bist du? Ein Jongleur. Kadabra. Ja, der hat den Löffel in der Hand. Uli Gell... Uri Geller, so heißt er. Oder? Heißt er nicht Uri Geller? Ich glaube schon. Oh Gott. War ich aber mit Uli recht nah. Ich hoffe mal, dass das hier alles in einem Part ist. Ich glaube, das ist böse. Ja. Shen, nee, Alex. Shen, nee, Alex. Das ist nicht dein Ernst.
Ach, wenigstens durfte ich zuerst. Oh! Das gibt schon. Ja, gut. Ja, gut, nein, nein. Okay. Hier fliegt so eine kleine Fruchtfliege in meinem Zimmer rum. Das ist nicht so schön. Pantomime! So heißt das! Ist ein M drin, das ist gut. Aber es ist pantomimische Darstellung, Gedöns. Und Pantimos ist dieses komische Pokémon, was Handschuhe anhat mit vorne so Fingerabdrücken drauf. Und das hat so ein Gesicht, so ein dickes. Und hat so eine komische Mütze auf, wie beim Karneval, glaube ich. Ja, da! Das sind, glaube ich, seine Ohren. Meine Fresse. Das Pantoffel-Pokémon. Pantimos. Lichtschild. Ja gut, das kann ja auch Voltoball oder so oder irgendwas. Da hat der Turm wieder gefehlt. Denn es steigt einfach nicht auf. Nein, das Kind hat mich besiegt. Mist, die Tür geht immer zu öffnen auf. Ein Elixier. Was macht ein Elixier? Tut das aufladen? Möchte ich mit dir kämpfen? Ja, könnten wir probieren. Wir entwickeln in diesen Labors neue Pokebälle. Labors? Ist das richtig? Grammatikalisch? In diesen Laboretten? So. Magneton. Das Schlimme ist, der hat 4 Pokémon. Ich versuche jetzt hier noch irgendwas mit zu reißen. Ich hoffe, dass der jetzt irgendwie Rutenschlag oder sowas macht. Das war's dann mit Lars. Dennis brauche ich jetzt gar nicht zu probieren. Mach mal Shen. Shen macht Konfusion. Ich könnte ja auch mal Schlafpuder machen, aber ich weiß nicht. Oh. Aber ich weiß nicht, ob das bei Magneton funktioniert. Oder Magneton. Ich weiß nicht, wie das ist. Oh, es funktioniert. Ist nur die Frage, wie lang. Kannst du tackle oder sowas? Ja. Das ist auch nicht. Oh. Nö. Nochmal. Das ist gut. Konfusion. Heißt das jetzt mehr? Nee. Ich will das jetzt mit Shen kaputt machen. Magneton ist sogar verwirrt. Vielleicht tötet es sich ja gleich selbst. Oder ich töte es. Ach. Smogon. Shen bleibt drin. Ist gut. Ja. Sehr effektiv. Muss ich mir merken. Merke ich mir wahrscheinlich eh nicht, aber... Nun. Schön, dann reicht Level 31. Smogmog. Shen bleibt drin. Nein, Shen bleibt drin, habe ich gesagt. Konfusion. Okay, jetzt weiß ich schon mal, was bei so Pokémon zieht. Ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir so Smogon, Smogmog sehen. Magnetilo. Oh.
Ja. Christoph. Ach komm. Habe ich schon mal Feuer ausprobiert? Wahrscheinlich ja, aber es hat wahrscheinlich nichts gebracht. Doch, geht eigentlich. Aber ist jetzt nur, weil ich 4 Level höher bin. Schätze ich mal. Oh, Magnetilo brennt. Sehr schön. Hat er noch eins? Nee. Sehr gut. Finito, das war's. Nee, hier gehen wir dann gleich hin. Dennis wurde besiegt. Ich dachte, ja. Ich dachte gerade, er wird mich anquatschen. Ich habe mich schon ein bisschen erschrocken. So. Ich bin so froh, dass man hier nicht in einem Durchwasch durch muss. Ich bin heute wieder sehr rübserig. Merke ich gerade. Aber es liegt nur an dem Wasser. Jetzt in hier der Aufnahme habe ich schon 1 Liter Wasser getrunken. Aber ist auch mal ganz gut. Weil ich trinke ganz selten so viel. Ich trinke am Tag vielleicht maximal, weiß ich nicht, 1,5 Liter oder so. Jetzt habe ich schon die eine Flasche. Also 1,5 habe ich jetzt. Plus ein Energy Drink heute Morgen und eine kleine Dose Fanta. Ja. Das habe ich bisher getrunken. Und der Tag ist noch nicht rum. Wir haben jetzt erst 7 Uhr. Waren wir hier? Ne, das ist irgendwie anderes. Ja, hier waren wir schon. Ich möchte diese ganzen Plattformen gleich eigentlich nicht abgehen. Oder ich mache das offscreen und schneide es dann zusammen. Okay, hier waren wir. Dann wollte ich hier neben runter gehen, genau. Weil da stand ja dieser eine Spaten. Okay, hier kommt man auch nicht so einfach hin. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, ein Pokémon wahrscheinlich irgendwie Level, keine Ahnung, 32, 33 sogar. Lars, los, du schaffst das. Und Lars ist wahrscheinlich vergiftet. Nee, doch nicht. Sehr schön. Giftblick? Giftblick kann wahrscheinlich auch vergiften. Bis. Da ist die Animation in Gold schöner. Da gefällt die mir richtig gut. Weil das ist richtig so. Hier sieht es so aus, als ob Arbok den schlagen würde, den Lars. Schafft das oder schafft das nicht? Mann! Dann nehmen wir den Dave rein, weil der könnte noch ein paar EP verdienen und gebrauchen. Der war recht Level 28, sehr schön.